Stocks always go up. Eigentlich haben wir doch gelernt, dass Aktien nur steigen können. Ja, was ist denn heute los? Eine berühmte Ausnahme. Langfristig steigen Aktien ja sowieso, wie viele sagen. Dementsprechend müsste ja jeder Rücksetzer eine Kaufgelegenheit sein. Vielleicht ist es das, das wissen wir noch nicht. Aber was ist da los? Warum sehen wir heute diese Schwäche an den Aktienmärkten? Ein paar Anmerkungen zum Abverkauf. Meinerseits können Sie teilen, müssen Sie nicht teilen. Auf jeden Fall interessant ist, dass wir so ein ähnliches Muster haben wie letztes Jahr, nämlich im Februar, März. Sie erinnern sich, da war China schon lange im Lockdown, da ging gar nichts mehr. Mithin die zweitgrößte Weltwirtschaft, in der sehr, sehr viel produziert wird, was wir hier brauchen. Und was haben die Aktienmärkte gemacht? Sie haben sich nicht dafür interessiert. Und es ist ja nicht so, wie hier Stalingrad und Pursky auch schreibt, als wäre jetzt diese Delta-Variante, über die sich jetzt plötzlich alle aufregen und erschrecken, als wäre das nicht schon länger ein großes Thema gewesen. Aber jetzt ist es eben so, wie so oft an der Börse, it doesn't matter until it matters. Es spielt keine Rolle, bis es eine Rolle spielt. Und letzten Freitag hat es schon ein bisschen eine Rolle gespielt. Da war das noch eher der Verfall. Heute ist es eben die Sorge vor der vielleicht doch nicht ganz so tollen Wirtschaftsentwicklung, die wir uns erträumt hatten. Das Problem, alle sitzen im selben Boot. Alle haben sich gesagt, wir werden den Wahnsinnsboom erleben. Dementsprechend sind alle long positioniert. Und wenn dann was anderes passiert, dann passiert eben was anderes. Dann wird aus dem wunderbaren Einbahnstraßenverkehr dann plötzlich ein ziemliches Chaos, eine ziemliche Panik. Es ist jetzt nicht so, dass wir heute schon Panik sehen, aber wir sehen zumindest eine gewisse Enthebelung. Wir haben jetzt schon mehr Volumen als an jedem Tag der letzten Handelswoche gesehen und es ist noch einige Stunden zu gehen. Also wir sehen, dass da plötzlich jetzt eben Handlungsbedarf entsteht bei sehr, sehr vielen. Und die Frage ist ja, was soll denn eigentlich jetzt noch gehandelt werden seitens der Fed? Sollen wir da nochmal eine Zinssenkung machen? Das ist genau das Problem. Die große Wette der Notenbanken, wir haben alles im Griff, die Inflation wird nicht überschießen. Jetzt haben wir die Situation, dass möglicherweise dieses Wachstum gar nicht so kommt, wie viele gehofft hatten, aber vielleicht bleibt die Inflation trotzdem hoch, dazu gleich mehr. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die relevant sind. Es ist ja so, dass die Gesamtmarkt vorher schon schwach war. Es waren die wenigen großen Tech-Aktien, ich habe es immer wieder gesagt, die letztendlich den Gesamtmarkt irgendwie oben gehalten haben. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Airlines im S&P 500 anschauen, da sehen wir, die sind schon längst in einem Bärenmarkt. Die haben über 20% korrigiert seit ihrem Hoch. Also hier Schwäche unter der Oberfläche schon lange zu erkennen. Wir hatten zuletzt defensive Sektoren wie Utilities, Versorger im Plus. Und all das führt dazu, dass wir letztendlich, diese Grafik hat sich heute Morgen schon gezeigt, den Equal Weight Index haben im S&P 500. Das ist der gleichgewichtete Index, wo jede Aktie gleich viel zählt, gleich schwer ist sozusagen bei der Berechnung des Index und eben den S&P 500 Index. Und wir sehen, der Equal Weight ist in Relation zum S&P 500 so schwach wie seit 30 Jahren nicht mehr, also es gab durchaus Warnzeichen. Wir sehen auf der anderen Seite heute einen massiven Fall bei Öl, ich glaube 7% im Minus. Weniger wegen OPEC Plus, die ja am Wochenende beschlossen hat, okay, wir machen dennoch jetzt 400.000 Barrel pro Monat mehr Produktion, das wäre jetzt nicht so negativ für den Ölpreis gewesen. Da hat man eigentlich, ist man vorher schon davon ausgegangen, dass das irgendwann kommen wird, sondern weil eben jetzt diese Corona-Sorgen wieder da sind. Wenn weniger Wirtschaftsboom ist, dann brauchst du weniger Öl. Dementsprechend sehen wir hier ähnliches Bild wie an den Aktienmärkten, eine extrem einseitige Long-Positionierung, die dann eben zu einer Enthebelung führt, vielleicht sogar zu einer Übertreibung nach unten, wer weiß es. Aber wir sehen, da ist ein Riesenthema. Wir haben heute gesehen beim S&P 500, dass wir ganz genau an der 50-Tageslinie gedreht sind beim S&P 500. Das war die Marke von 4240. Dann ging es mal wieder gut 20 Pünktchen nach oben, dann aber wieder retour. Als ich vorhin jetzt noch am Rechner saß, um das Video hier vorzubereiten, waren wir knapp drunter. Das wird eine wichtige Geschichte sein, wenn die 50-Tageslinie nicht hält, die derzeit bei 4240 verläuft, dann geht es zur 200-Tageslinie. Und glauben Sie mir, die Amerikaner nehmen so etwas sehr ernst. Da wird nämlich an dieser Linie gekauft. Gerne. Das heißt, das ist eine Art Self-Fulfilling Prophecy, die dann immer wieder auch eintritt. Der DAX heute besonders
stark unter Druck, größter Tagesminus des gesamten Jahres 2021. Hier heißt es in einer Headline, Inflationssorgen und Delta belasten, ja. Die Inflationssorgen sind so ein bisschen im Hintergrund derzeit, weil man sich eher eben Konjunktursorgen macht. Wir sehen, dass jetzt der DAX, wie es den Jakobsen von der Saxo Bank anmerkt, seinen Aufwärtstrend gebrochen hat, einen wichtigen Aufwärtstrend. Da sind wir jetzt erstmal durch. Wenn alle Stricke reißen, wären wir relativ bald bei 14.800 Punkten. Mal schauen, ob es so kommt. Gegenbewegungen sind jederzeit möglich, gar keine Frage. Kommt da ein Notenbanker, der sagt, jo, mach du schon mal Luca, ich werde die ganze Geschichte schon wieder richten. Möglich ist es, derzeit ist alles möglich und vor allem auch das Gegenteil. Aber wir sehen eine Reaktion eben schon länger bei den US-Staatsanleihen, insgesamt bei den Staatsanleihen, die ja so eine Art Flucht in die Sicherheit auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite eben auch reflektieren, wenn es mit der Konjunktur möglicherweise nicht so stimmt. Und jetzt ist es eben so, was ist von der Fed zu erwarten? Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt noch mehr Stimulus. Wir hören aus den USA, dass dieses Infrastrukturpaket von Joe Biden nicht mehr so wahrscheinlich ist, dass da auf jeden Fall die Dinge zwischen Republikanern und Demokraten schwieriger sind. Das heißt, diese nächsten Investitionen, die nächste Stimulusgeschichte, der nächste Nachfragetreiber, der rückt in weitere Ferne. Und das reflektiert die 10-jährige Staatsanleihe, die zwischenzeitlich heute unter die Marke von 1,20% gefallen ist. Also auch hier ziemlich scharfer Rückgang. Der DAX, muss man sich vorstellen, zur Grafik vorher nochmal, war ja letzten Mittwoch noch über 15.800 Punkte. Also da ist durchaus jetzt ein Gamechanger unterwegs. Und wir sehen diese Differenz zwischen den Renditen auf der einen Seite und dem S&P 500 auf der anderen Seite, die seit April im Prinzip, seit März, April andauert. Seitdem gehen die Renditen der Staatsanleihen, der 10-jährigen Staatsanleihen nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Der S&P aber, also die Aktienmärkte, gehen weiter nach oben. Wer hat recht? Der eine geht nach unten, der andere geht weiter nach oben. Normalerweise ist es so, dass die Anleihenmärkte ein besseres Näschen haben und einfach, naja, sagen wir so, die etwas intelligenteren Marktteilnehmer haben. Wer am Anleihenmarkt unterwegs ist, der ist in der Regel auch Profi-Investor und handelt keine Meme-Aktien. Also da ist vielleicht ein Punkt und wir sehen, dass wir jetzt hier die niedrigsten Renditen haben seit Februar und seit Januar. Wir hatten zuvor ja schon einen Short-Squeeze, weil alle auf steigende Anleiherenditen gewettet hatten. Es kam anders, aber die Shortquote ist deutlich gesunken. Also das ist echte Flucht in die Sicherheit, muss man sagen. Das ist jetzt keine Spielerei. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir ja massive Inflationsdaten haben. Schauen wir uns mal die letzten vier Zahlen an, von Monat zu Monat. Die letzte Zahl plus 0,9%, plus 0,5% erwartet. Dann plus 0,6%, 0,5% erwartet. 0,8%, 0,2% erwartet und 0,6% zu 0,5% erwartet. Also die letzten vier Monate liegen wir teilweise sehr, sehr deutlich mit der Inflation über den Erwartungen. Und auf der anderen Seite schauen Sie mal oben, wenn die Inflation so hoch ist, dann steigen normalerweise auch die Anleiherenditen mit. Aber hier sehen Sie dann mit diesen roten Punkten März, April, Mai, Juni. Die Abweichung wird immer größer von der Norm, also bei einer solchen Inflation so niedrige Anleiherenditen, das macht nur Sinn, wenn da etwas Großes auf uns zukommt, wenn möglicherweise all diese Träume, all diese Hoffnungen auf eine schöne Konjunkturerholung überhaupt nicht der Fall sind. Dementsprechend alle in die Anleihesicherheit flüchten, weil man sich sagt, Aktienmarkt ist jetzt zu riskant, vor zwei, drei Wochen noch ein unvorstellbarer Gedanke, aber nichts ändert sich so schnell wie die Lage. Nordea und Andreas Steno Larsen hatten all das schon ein bisschen emanzipiert. Nicht emanzipiert, antizipiert, gell? Fremdworte. Fugmann, ne? Die musst du doch erst einmal lernen, bevor du das im Video sagst. Jedenfalls hat der Andreas, hat er gesagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, also buy treasuries, gell? Kauft jetzt Staatsanleihen. Und hat so eine Hierarchie gemacht. Was passiert eigentlich, wenn wir, naja, in einem Prozess sind, wo die Dinge nicht mehr so laufen, auch weil die Notenbanken Liquidität tendenziell entziehen müssen und wollen aufgrund der Inflation. Und da sehen wir eben ganz vorne Staatsanleihen günstig oder die Asset-Klasse, die dann zu suchen ist, Large Cap, größere Aktien und dann kleinere Aktien und vor allem Emerging Markets. Und wir sehen bei den Emerging Markets teilweise ja ganz schön Problemchen da derzeit. Da geht es also ziemlich zur Sache. Und jetzt haben wir möglicherweise das Problem, das ich eingangs erwähnte. Wir sehen wahrscheinlich eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft auf der einen Seite,
Aber die Lieferketten-Schwierigkeiten bleiben. Dementsprechend werden sich die Produkte nicht vergünstigen, obwohl wir wirtschaftlichen Abschwung haben oder zumindest nicht diesen Aufschwung, den wir uns gedacht hatten. Und das wäre dann das schlimmste Szenario seit den 1970er Jahren, nämlich Stagflation. Und die Fed wird wahrscheinlich falsch liegen mit ihrer Transitory Inflation These, also dass die Inflation nur vorübergehend ist, weil eben sich nicht abzeichnet, dass sehr wichtige Teile für unsere Wirtschaft, wie etwa Chips, wie irgendwelche Elektronikbauteile, die in jedem Gerät irgendwo drin sind, Widerstände, Quarze, Kondensatoren, all diese Dinge, da, ich hatte das heute Morgen gesagt, weil man mit Leuten spricht aus diesem Bereich, die sagen, das sieht überhaupt nicht gut aus und das wird jetzt nicht morgen vorbeigehen, das wird noch lange dauern. Wenn jetzt allerdings hier eben Einschränkungen kommen, wenn bestimmte Dinge bald nicht mehr funktionieren und wir sind in Deutschland ja noch im Schlaraffenland, wenn wir uns andere Länder anschauen, wir werden mit den Reiserückkehrern sehr, sehr hohe Zahlen bekommen, auch mit der Delta-Variante, das ist eine Frage der Zeit. Dementsprechend dürfte sich die Stimmung dann auch wieder drehen. Was sollen die Notenbanken dann machen? Noch mehr QI? Mal gucken. Jedenfalls, wenn wir uns mal anschauen, was dieses QI bisher gebracht hat, der Notenbank, dann sehen wir Folgendes. Wir sehen hier an dritter Stelle die dritte Linie von oben, das ist die Bilanzsumme der Fed, über 8 Billionen deutlich gestiegen, ganz klar. Wir sehen ganz oben über 17 Billionen, das sind die Bank Deposits, also die Einlagen der Amerikaner. Die Leute haben Stimulusgeld bekommen, die haben das Geld nicht ausgegeben, weil Lockdown war. Dementsprechend steigen die Kontoeinlagen deutlich an. Schauen wir uns aber mal Punkt 2 an, das sind die Consumer Credits. Also das, was die Banken an die Konsumenten vergeben, tendenziell sogar weniger geworden. Und wir sehen Industrial und Commercial Loans, also das, was die Banken an Geschäfte vergeben, an Unternehmen vergeben, auch rückläufig tendenziell. Also dieses QI, die Geldpolitik der Notenbanken, führt nicht zu einer Steigerung der Kreditvergabe. Warum? Weil im Prinzip diejenigen, die reich sind, solvent sind, die brauchen keine Kredite und diejenigen, die nicht reich und nicht solvent sind, die kriegen keine Kredite. Dementsprechend steigt das Kreditvolumen nicht, ob ich QI betreibe oder nicht, also Quantitative Easing. Das hat keinen Effekt auf die Wirtschaft, kaum einen Effekt auf die Wirtschaft. Und das ist genau das Problem, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Teilweise werden Zombie-Unternehmen noch durchgeschleppt. Die EZB hat ja die Banken belohnt, wenn sie die Kreditvergabe mindestens gleich halten, also nicht mindern. Dadurch sind Banken manchmal in die Situation gekommen, dass sie irgendwelche Projekte finanziert haben, die sie sonst nie finanziert hätten, weil sie gesagt hätten, nee, lass mal besser. Aber das gibt richtigen Geldregen von der EZB. Eine Hamburger Großbank profitiert davon und macht Plus, würde sonst Minus machen und sie wird nicht die einzige sein in diesem Kontext. Ja, was wir heute erleben, ist sicherlich kein Crash, aber es ist schon mal ein kleiner Rücksetzer, aber der Crash, über den wollen wir am Donnerstag sprechen in der zweiten Folge von Boom und Bust. Und wer ist dabei? Marc Friedrich ist dabei, jener Bestseller-Autor, der viele Bücher geschrieben hat. Das ist eine unangenehme Eigenschaft, die er hat. Er schreibt ständig Bücher. Ja, muss das sein, Marc? Ist das notwendig? Kannst du mal was anderes machen als Bücher schreiben, gell? Also auf jeden Fall werden wir mit ihm sprechen. Er wird jetzt in dem Interview kein Buch schreiben. Aber ich glaube, es wird spannender als ein Buch, denn wir werden da durchaus mit Feuer und Kritik aufeinander losgehen. So haben wir es uns zumindest vorgenommen und auch mit einer gewissen Gelassenheit. Und diese Gelassenheit wünsche ich Ihnen auch. Schönen Feierabend. Ich packe Ihnen den Link am Donnerstagabend, 18.30 Uhr, kommenden Donnerstag, der 22. Juli, ist die Sendung. Ich packe Ihnen schon mal den Link unter das Video. Den können Sie schon mal im Browser öffnen. Damit Sie das auf gar keinen Fall verpassen, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.